Hallo liebe Haie-Fans, ich begrüße euch natürlich ganz herzlich zu einer neuen Folge Lüde macht Praktikum. Heute sind wir zu Gast bei unserem Küchenpartner, das Küchendepot. Und ich bin auch schon mal sehr gespannt, was mich heute erwartet. Also, schauen wir mal rein. Morgen, mein Lieber. Mein Lieber. Ich melde mich zum Praktikum. Schön, dass du da bist. Ja, ich zeig dir mal was. Ja, zeig mal, mein Lieber. Wo hast du mich denn hier gebracht? Ja, wir fangen vorne an. Ich zeig dir mal was. Alles klar. Dann würde ich sagen, fängst du mal mit dem Kartonzählen an. Hilfe, Polizei. Worauf haben wir hier wieder eingelassen? Komm, Max, die Maschinen müssen raus. Genau. Ja. Dann hol dir mal bitte den Hubwagen und dann fahren wir hier die Geräte mal vor die Tür. Der Max zeigt dir, wo er sie gerne hin hätte. Einmal den Hubwagen, unter die Geräte und dann bitte daneben stellen. Das werden wir bestimmt noch schaffen. Ja, und jetzt die Feuer pumpen, mein Lieber, pumpen. Reicht. Hervorragend. So, nächste Fuhre? Ja. Noch? Oh. Wo soll das denn Dinge hin? Ja, da muss ich ihn laden. Kannst du den Kofferraum packen? Und dann nach Ehrenfeld. Das ist schon eine viel bessere Idee. Du hast ja früher auch mal Eishockey gespielt. Mhm. Jetzt pass es um. Wer trifft die meisten Scheiben ins Bullauge? Aber machen wir auch vorher auf. 10 Scheiben und der Verlierer zahlt Mittagessen. So, mein Lieber. Ich bin mal gespannt. Jetzt geht's rum. Jetzt geht's rum. Vorbei. 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 Nein, jetzt trifft er auch noch ein. Hör mal, lieber, muss ich mich hier verneigen vor dir? Hobby. Ich danke dir. Ich hab zu danken. So, mein Lieber, könntest du mir die noch unterschreiben? Mach ich natürlich gerne, nachdem du ja gewonnen hast. Fühle ich mich verpflichtet dazu. Jo, danke. Wir werden die jetzt versteigern. Unter meiner E-Mail-Adresse könnt ihr Gebote abgeben. Ich tue den gleichen Beitrag nochmal dabei und die Spende geht dann an die Kalker Kindertafel. Und danke für deinen Einsatz. Praktikum bestanden. Waschmaschine ist demoliert. Ich danke dir und hoffe, dass wir da ein bisschen was zurechtbekommen. Also, das wäre schön. Also gebt reichlich Gebote ab. Ist für einen guten Zweck. Deshalb. So, meine Lieben, das war schon wieder für heute und haben uns mal wieder richtig durchgebissen heute. Einen schönen Tag.